Dann, was hat noch gefehlt? Die Batterie habe ich, das habe ich, das habe ich. Gut, Screwdriver, so. Dann die Tanksten. Schraube, die ich eh dann für den Motor brauche. Das heißt, die kann ich auch gleich automatisieren. Und zwar den Bolt und der... Ja, wo machen wir aktuell die Bolts drinne? Im Extruder, und zwar ein Ingot. Okay. So, packen wir gleich zwei rein. Advanced Extruder. Einer von denen hier. Okay, Tiny Pipes habe ich gar keine Rezepte. Interessant, hier. Ah, der ist auch nett schnell. So. Und zwar bei den Bolts. Gut. Dann aus den Bolts mache ich in der Lathe 1:1 Schrauben. So, jetzt die Frage. Wo ist die Lathe? Oder war das das Ding hier? Nein. Lala, da sind Lathes. Ach du Schande, haben wir ja auch viele Rezepte drin. Müssen wir echt mal gucken, dass wir vielleicht ein bisschen doch demnächst mal aussortieren. So, das bei der Lathe rein. Und, nee, eine davon hat ja gereicht. Heißt, ich habe alles außer jetzt den Wrench-Tip. Jetzt ist die Frage, was ändert das? Oh, die Durability, und zwar massiv. Huiuiui. Jetzt irgendwas, 30.000 sogar. ...51.000? Nett. Ja, ich glaube, Tritanium ist noch lange nicht machbar für uns, oder? Nein, ist es nicht. Okay, das heißt, 50.000 ist immer noch das höchste. Osmium. Haben wir nicht schon ein bisschen Osmium? Ein Osmium haben wir. Ich bräuchte 4. Wo kriege ich das her? Small Pile vielleicht irgendwo? Osmium haben wir halt gar nicht, das ist das Problem. Aber wo haben wir das herbekommen? Platin irgendwas? Kann das bei Iridium sein? Ich glaube, das müsste aus Iridium rausgekommen sein. Und nochmal das ganze Spiel. Nummer 1, 2, 3... Na, geh weg. So, Iridium. Das Ganze darf denn jetzt da war. Ah ja, schon, das ist ja ein bisschen schneller. Und das bitte einmal hier verteilen. So. Dann habe ich hoffentlich genug. So. So, das kommt auch noch hier überall mit rein. Hallo? Also, das ist irgendwas anderes. Dann... Osmium. Ich glaube, die 5 haben gereicht. Ach shit, ich muss jetzt einen Blast-Furnace reinpacken. Wie lange dauert das? 600 Sekunden?
Ich glaube, ich mache gleich ein bisschen mehr. Ich habe so das Bedürfnis, dass das ein bisschen länger dauern wird. So, die laufen immer noch durch. Und ich sag mal, Iridium haben schadet jetzt auch nicht unbedingt. So. Aber naja, die Ranch kann ruhig ein bisschen brauchen. Sagen wir es mal so. Gut, dann hier den letzten Rest rein. So, 14. Wie viel brauche ich denn? Ja, ich habe jetzt auch einfach das Erstbeste genommen. Ja, gut, das kann ich vergessen. 204. Ich glaube, ich werde jetzt einfach das Iridium machen. Das Osmium. Das sind 51.000. Sollte reichen, glaube ich. So, ja. Sollte reichen. Okay. Der Kram kommt erst nochmal rein. So, 20 Stück. Ich glaube, dann kapsel ich einfach einen von denen kurz ab. So. Ich hoffe zumindest, dass es reicht. Osmium. 3306. Ja. Sollte reichen. Da ich keine Lust habe zu warten. So. Ja, scheint zu laufen. Gut. Dann müssen wir das doch erst nochmal pausieren. Dann werde ich jetzt aber kurz einmal hier die ganzen Rezepte. Ja. Also ich werde halt trotzdem immer noch nur, in Anführungsstrichen, die Nebenrezepte. Oder das halt was immer rauskommt, angeben. Aber wäre halt schon ganz nett. So, kann ich hier Auto-Search, Standard-Search. Genau, so. Also das ist aktuell da drin, kann ich aber auch ganz normal da drin machen. Gut. Das kann ich auch ganz normal da drin machen. Ist jetzt zwar ein bisschen nervig, aber man kriegt halt so viel nebenbei rum. Hier kriegt man halt Grosular, was auch immer das ist, noch eventuell bei rum. Ich möchte es halt ehrlich gesagt, wenn wir jetzt mittlerweile die Möglichkeit haben, es nicht mehr verschenken. Gut, hier kriegt man sogar noch Chrom raus. Ist sogar noch ein Grund mehr. Uran 238 ist auch ein Grund mehr. Und es kostet halt nicht mehr, außer dass es halt statt eine Sekunde 5 Sekunden sind. Aber ganz ehrlich, dann stelle ich halt einfach 5 Maschinen mehr auf und fertig. Also das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Außer dass wahrscheinlich das ME-System dann komplett überlaufen wird, aber da habe ich tatsächlich auch schon einen Plan für. Ah, irgendwas mit Talg. Stimmt, hatten wir hier nicht irgendwo. Achso, das heißt, sind einfach Ground-Talg in dem Falle. Oh, gut. Was auch immer. Jo, also die gehen alle auch mit dem anderen. Und im Endeffekt ist das ja sowieso immer. Beispielsweise hier Scheelit kommt Magnesium raus. Und das Scheelit verarbeiten wir gut. Tungsten ist jetzt hier ein blödes Beispiel, aber hier Vanadium, Magnetit machen wir eigentlich, um Magnetit zu bekommen. Also es hat sogar Vorteile, wenn man die Nebenprodukte da noch mitholt. Und wie gesagt, es dauert nur 5-mal so lange, also ist jetzt, glaube ich, auch nicht so die Welt. Ja, dann werde ich es tatsächlich so machen.
So, bitte nicht importieren lassen. Dass wir die Maschinen hier jetzt einfach austauschen werden gegen Macerator. Macerator. Man könnte sonst auch nochmal überlegen. Wie heißt denn der nächste? Pulverizer wäre der nächste dann. Kann man den vielleicht schon bauen mit wenig Aufwand? Tungsten, Stahlplatten, Diamanten haben wir alles. Dass man. Ja, ich weiß nicht, lohnt sich das? Schon direkt auf die EV-Dinger zu switchen? Nee. Ich glaube, das lohnt sich wirklich richtig erst. Okay. Ja, tatsächlich, es ist halt schneller. Aber ist halt auch immer eine Frage, es kostet um ein Vielfaches mehr Strom. Das muss man halt auch immer mit bedenken. So. Und solange wir es nicht brauchen, ich weiß nicht. Vor allem, ich rede immer von wir. Also solange man es im Endeffekt nicht braucht, wäre es halt schade. Weil es dann eigentlich verschwendeter Strom ist. Und mehr Strom produzieren bedeutet im Umkehrschluss auch, dass, was wollte ich sagen? Ach ja, also mehr Strom benötigen bedeutet im Umkehrschluss dann aber auch, dass wir mehr, aufbauen müssen sozusagen. Weil je, also, ja, es hört sich blöd an, aber je mehr Strom wir verbrauchen, desto mehr Strom müssen wir produzieren und desto mehr leidet der Server irgendwann. So, das war das, was ich sagen wollte. Ich hoffe, das Ding funktioniert noch. Ich bin mir nicht so ganz sicher. Boah, hier sind so viele Rezepte einfach, die auf irgendwas warten. Ich glaube, ich breche gleich mal einmal wieder massenweise ab. Und fertig. So, ich kann aber schon mal die Hopper nehmen. 1, 2, 3, 4. Und natürlich auch die Upgrades. Wie viel haben wir hier denn drin? 4 Stück. Ich wollte gerade sagen, ich habe eigentlich nur 2 da drin. Sollten jetzt auch 2 tendenziell wieder reichen. Da die Anlagen halt um ein Vielfaches langsamer sind. So. Hier überall ist halt auch wieder alles Serverlastreduktion. So. HV. Maschinenhall hier. Dann 1, 2, 3, 4. Und überall 2 Stück. Und schon kriegen wir jede Menge Nebenprodukte. Ich weiß zwar noch nicht, ob ich mich darüber freuen soll, aber naja. So. Gut, dann haben wir das jetzt auch gefixt. Dann wäre das nächste eigentlich, dass ich mal ein bisschen hier meinen Schreibtisch umräume, weil sonst stoße ich gleich wieder was zu trinken um. So. Also es wäre vielleicht mal eine Überlegung, die Zentrifugen. Dass man da vielleicht nochmal... Ja, nachhilft, sag ich mal. So. 1, 2. Zack. Aber. Hopper, die überteuerten Item-Transport. Ja. Tatsächlich, ja. Aber ich weiß halt nicht, wie man das sonst hier vernünftig regeln kann.
Das ist das Problem. Also, ich möchte halt gerne, dass ich mit einem, oder die Idee damals war, oder immer noch, ist halt, dass ich quasi, wenn ich von dem, beispielsweise Uran 2 oder Ölsand, wenn ich jetzt einfach 10.000 Ölsand anfordere, was halt gängig ist oder war, dass man halt viele Sachen gleichzeitig anfordert, dass sie sich nicht gegenseitig blockieren, sondern im besten Fall halt möglichst viel parallel läuft. Ja, mit der neueren Version wäre es nicht passiert, genau. Ich habe nur leider die neuere Version nicht. Also beispielsweise hier jetzt. Hier ist jetzt Redstone drin. Wenn ich jetzt noch ein zweites Rezept habe, was auch quasi das gleiche Interface ist, würde es halt blockieren. Und das wollen wir halt nicht hier. Oder wollte ich damals da nicht. So. Wobei jetzt so im Nachhinein, die Hälfte der Zeit, steht die Maschine eh nur still. Und nur wenn ich viel anfordere, ist da problematisch. Naja. Ist echt doof, dass Greggy Edition nicht mehr geupdatet wird. Das ist das Problem mit den GregTechC-Updaten. Ja. So, das sind jetzt alles neue Sachen. Ach, ich lasse die, glaube ich, einfach da drin. Ja, was soll's. Okay, das heißt, das wäre jetzt fertig. Genau, also hier beispielsweise. Es ist halt zwei, drei Maschinen laufen halt dauerhaft mit irgendwas durch. Es ist halt blöd, wenn deswegen quasi irgendwas komplett dann blockiert. So. Du einfach da rein. Fertig. Ja. Okay, drei Items ist hier vielleicht auch ein bisschen too much eigentlich. So schnell, wie das gerade durchgeschossen ist. So, hier dann auch. Also wie gesagt, die Hopper ist halt FPS-mäßig sind halt TPS-mäßig sind Hopper echt grottig. Aber mir fällt halt echt nichts anderes ein. Das Einzige, was man noch machen könnte, wäre vielleicht mit Project Red Pipes, dass man irgendwie an einem Drawer-System oder sowas, also das Interface quasi in einen Drawer übergibt oder an einem Drawer-System. Und Project Red dann quasi alles aus diesem Drawer-System rauspumpt in die Maschinen. Aber da fände ich das sowohl optisch als auch performancemäßig schöner, um ehrlich zu sein. Gut. Wie weit seid ihr hier? Nicht mal ansatzweise fertig. Und da kommen noch einen ganzen Haufen zu. Naja, egal. Will ich auch nur machen, damit ich ein bisschen mal was habe. Okay, jetzt zu dem, was ich gemeint habe. Genau, wir haben nämlich hier extra Cells drauf. Das heißt, wir könnten eigentlich mal auf 16 Millionen Zellen upgraden. Und dann wäre hier vielleicht mal nicht alles orange und grün oder sowas. Haben sogar eingespeichert. Warte, drei Stück. Das heißt, wir bräuchten noch 17. Dafür reicht das Redstone nicht. Und das Quarz nicht. Okay. Noch 7. Dafür reicht das auch nicht. Dann machen wir erstmal. Kann ich 5 am Stück machen? What? 36 Quarz lagern wir nur? Also 36.000? Okay. Da könnte problematisch werden, aber. Ach, weil da noch die ganzen alten Upgrades drin sind. Gut, noch ein Grund mehr, dass wir demnächst mal die neueren Upgrades angehen. Okay, wir wollten Silicon Rubber machen. Haben wir davon noch was da? Ja. Das heißt, ich könnte die Rezepte eigentlich einzeln mal fertig machen. So, das heißt, du da rein? Nein. Du Clustermill war das, glaube ich, oder? Ja. Du da rein?